So, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Terra Invicta, was ich schon ein paar Wochen im Early Access spielen kann, beziehungsweise die Early Access Version, bis jetzt immer nur im Englisch. Vor zwei Tagen haben sie endlich mal die deutsche Oberfläche eingespielt, die natürlich auch noch Fehler beinhalten kann. Aber worum geht es in Terra Invicta? Eigentlich ist ein ganz tolles Setting. Wir sind auf der Erde. Alle Nationen sind friedlich miteinander, außer Russland und Ukraine, die haben Krieg gerade. Das ist sogar in dem Spiel mit implementiert. Und dann kommt plötzlich eine außerirdische Sonde, die abstürzt auf unserem Planeten. Und die ganze Erde dreht sich plötzlich ein bisschen anders, weil die Herrschaften plötzlich merken, okay, wir sind nicht allein im Universum. Und es bilden sich mehrere unterschiedliche Splittergruppen, die darüber nachdenken, was sollen wir jetzt damit anfangen, die aber alle ihre eigenen Ziele ein bisschen verfolgen. Also, wir sind pro Alien, wir sind gegen Alien, wir müssen Koexistenz haben, bla 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 und so weiter und so fort. Und das sind erstmal Geheimorganisationen, die im Untergrund agieren und versuchen, die Kontrolle über Regierungen auf dem Planeten zu bekommen, um halt Forschung, Wirtschaftskraft, Produktionskraft und so weiter zu bekommen und ein eigenes Weltraumprogramm zu starten, um in den Weltraum zu kommen, um Ressourcen im gesamten Sonnensystem von Asteroiden, Planeten, Monden und so weiter zu erlangen und mit eigentlich relativ realistischer Weltraumtechnologie, ähnlich eigentlich wie The Expanse. Das ist eigentlich so, finde ich, sehr naheliegend, wie das hier so abläuft. Gegen diese Alien-Invasoren vorzugehen und sich zu schützen. Das ist eigentlich so dieses Grundkonzept. Und das hört sich erstmal total geil an. Ist aber in der Umsetzung noch ein bisschen schwierig. Das werdet ihr nachher sehen, wie ich spiele. Ich werde ein paar Sachen erklären, weil ich habe so 20 Stunden habe ich bis jetzt gespielt. Und in diesen 20 Stunden, das ist das erste Problem, passiert gar nicht so viel. Weil das Spiel sehr träge ist. Dazu gleich aber noch mehr. Wir werden ein neues Spiel schreiben. Es ist halt eigentlich ein Grand Strategy Games. Wir können ein modernes Szenario nehmen. Das Weltraumkrieg-Test-Szenario ist wirklich nur, um mal die Kämpfe zu sehen. Was eigentlich ganz nett ist, weil es dauert ewig, bis du überhaupt dahin kommst, dass du mit irgendwas im Weltall kämpfen kannst. Auch weil es wirkt jedenfalls so, dass alle Bewegungen wirklich richtig berechnet werden. Also Gravitation mit einwirkt und so weiter und so fort. Wir werden aber nur ein kleines Sonnensystem nehmen. Das hat 110 Himmelskörper. Das große Sonnensystem hat da 350 Weltraumobjekte, die besiedelt oder abgeerntet werden können. Kostet aber ein bisschen Performance. Es wird auch gehen, aber es macht halt alles sehr... boah. Groß. So, wir beginnen im Jahr 2022. Deshalb ist ja Russland und die Ukraine im Krieg. Und können uns unsere Fraktionen auswählen, die aber alle, sag ich mal, schon in dieselbe Richtung gespielt werden können. Der einzige Unterschied ist, wenn wir den Widerstand spielen, dass der ein Tutorial hat. Man kann die Fraktionen auch ein bisschen anpassen, den Fraktionennamen verändern. Die Imperialen. Der Imperialen. Der Fraktionsleiter ist Imperator. Flottennamen im Strich. So, Tutorial lasse ich bewusst aus, obwohl wir können es anmachen. Weil ich habe die deutschen Texte vom Tutorial nicht gesehen. Es ist sehr textlastig. Aber erstmal kriegen wir auch eine kleine Sequenz, die uns nochmal so ein bisschen ranführt, was überhaupt passiert ist. We remember the day the stars answered, the day we learned we were not alone. As a familiar sun rose on an unfamiliar universe, some of us saw wondrous possibility and others existential danger. The astronomers had insisted that the bright streak in the sky was no natural phenomenon. Most of us didn't really believe them until it burned through our atmosphere and crashed in a remote region, leaving only wreckage and uncertainty. In our ignorance, we fractured, taking refuge in our most primal emotions. Each of us saw what we wanted to see.
everyone loves heroes, depends on them to save us from evil, lead us through darkness. Problem is, real heroes are always ignored. What no one understands is that being shot at is easy. The hard part is convincing someone they're drowning before it's too damn late. Ja, total launch. Da sehen wir übrigens noch, dass der Text im Englisch ist, obwohl er in Deutsch verfügbar sein sollte in der Early Access Version. Wird sich vielleicht noch heute Nacht ändern. Die haben, wie gesagt, das deutsche Interface erst vor 2 Tagen aufgespielt. So, ein Alienschiff ist in der Region von Kalkutta, Indien, abgestürzt. Das Wrack kann zwar nicht geborgen werden, wir vermuten jedoch, dass sich ein Alien-Lebensform im umliegenden Gebiet geflüchtet hat. Greetings, Commander. I am pleased to report the Council has appointed you leader of our organization. I am Fiona Iwade, your Chief of Staff. While most of the world is reacting with fascination at the arrival of an alien species on Earth, we represent a small group who believes the alien's crash landing and disappearance may signify a potential threat. We intend to build an international organization capable of investigating and, if necessary, combating any danger aliens may pose. Our council is made up of some of the Earth's best and brightest. They are capable, connected, and standing by for your orders. Richtig. If we truly face the threat of invasion, we need to start organizing now. Reports are still coming in, but it is clear. Ich werde das gleich nochmal zusammenfassen, was sie gerade erzählt, weil macht das Ganze am einfachsten. Es sieht natürlich alles super komplex aus, ist auch super komplex. Mit der Zeit merkt man aber, dass es eigentlich doch relativ rudimentär ist. Jedenfalls für mich. Wir fangen mal einfach links oben an. Wir haben Bargeld, Einfluss und Operation. Und das hier ist übrigens Boost, Boost-Einkommen. Einkommen wird für Marketingkampagnen und sonst irgendwas benutzt. Einfluss wird genutzt, um Einfluss auf die unterschiedlichen Nationen zu nehmen, um die zu übernehmen. Da gibt es dann mehrere Kontrollpunkte, dazu gleich mehr. Operationen sind natürlich aggressive Sachen, wie zum Beispiel, wir versuchen Kontrollpunkt von anderen zu entwenden oder uns gegen Aliens aufzulehnen. Boost hat damit zu tun, Gewicht ins Weltraum zu bringen, weil wir wollen ja irgendwann mal in den Weltraum und wollen da die Aliens bekämpfen direkt. Weshalb wir sowas, das sind eigentlich wie Gewichtspunkte. Jede Boost-Einheit kann ein gewisses Gewicht ins All bringen und dementsprechend, das siehst du auch da, jeder Boostpunkt repräsentiert die Fähigkeit, 10 Tonnen Material von der Erdoberfläche aus durch Abschuss von Raketen und anderen Transportmitteln in die erdnahe Umlaufbahn zu bringen. Hier hinten aber ein Mission Control, die können wir erhöhen, indem wir mehr Mission Control auf dem Planeten halten und können dann mehr Missionen ins All starten, unsere Forschung, die wir generieren, und das hier sind unsere Kontrollpunkte, die erhöhen sich mithilfe von mehr Agenten, aber auch mit Forschung können die erhöht werden. Wir benötigen eine gewisse Anzahl von Kontrollpunkten, um natürlich Nationen zu übernehmen, und wenn die übersteigt wir, also beziehungsweise wenn wir zu viele Kontrollpunkte nutzen, verlieren wir an Einfluss. Also das frisst dann den Einflusswert auf. Deshalb kannst du nicht die ganze Erde von Anfang an kontrollieren. Hier ist übrigens der Ukraine-Krieg, wo die Russen in der Ostukraine drin sind. Und es gibt im Moment hier West- und Ostdeutschland, obwohl es Berlin und Deutschland genannt wird, weil Regionen aufgeteilt werden teilweise in Gebiete. Das hat eher was damit zu tun mit Einheitenbewegung etc., als wirklich damit, dass es ein Ost- und Westdeutschland gibt. Nur so, zur Info. Es fehlen noch ein paar Länder. Wie ihr schon natürlich merkt, es gibt kein Luxemburg. Ein paar andere kleine Nationen fehlen auch, weil die wahrscheinlich keine Relevanz haben werden für die Erforschung der Welt, beziehungsweise für die Verteidigung der Welt. Ja, das wäre jetzt so gesehen die Erde-Ansicht. Dann können wir nämlich rausgehen und das Sonnensystem angucken. Das sieht dann alles schon ein bisschen komplex aus, ist jetzt gerade noch nicht so wichtig, weil wir uns erstmal nur auf der Erde bewegen werden und da versuchen, die Nationen auf unsere Seite zu bringen. Und irgendwann startest du als Mission ganz an den Rand des Sonnensystems und kannst hier wirklich alles anfliegen. Und versuchen, Sachen abzubauen. Dann schickt man immer erst eine Sonde. Und diese Sonde findet dann Landeplätze, wo man Basen bauen kann auf den Himmelskörpern, um halt Ressourcen abzubauen, Forschung zu betreiben und so weiter und so fort. Sie ist übrigens hier auch ein Zeitfenster für den Start.
damit der Weg nicht so lang ist, weil das Losreisen und so weiter, es ist halt schon so berechnet, du gibst halt wirklich einen Boost von der Erde aus. Genauso wie Raumfahrt eigentlich funktioniert. Nur, dass man heute, ich glaube, wir machen hier kein Spin-By-Manöver, dass du irgendeinen anderen Planeten umfliegst, um einen Boost aufzunehmen, um dann schneller irgendwo anders anzukommen. Das habe ich bis jetzt noch nicht beobachtet beim Spielen. Da ist übrigens unser schöner Mond. Das wird auch das erste Himmelsobjekt sein, was wir ausbeuten. Da können wir schon einige Plätze sehen, wo man theoretisch Basen aufbauen kann, wenn wir denn dann soweit sind. So, kommen wir zum Rat. Der Rat sind unsere Agenten, die wir auf der Welt einsetzen können, um Missionen zu erfüllen. Die haben unterschiedliche Werte, die natürlich für die unterschiedlichen Missionen einen positiven oder negativen Effekt haben. Jeder kann unterschiedliche Missionen, das macht das später ein bisschen tricky, weil ich finde das gar nicht so toll. Ich fände eigentlich besser, wenn alle dasselbe könnten, weil dann schmeißt du plötzlich jemanden raus, weil sich dein Umfeld so ein bisschen dreht. Also du brauchst dann plötzlich nicht mehr Leute, die viel Nationalkontrolle machen, sondern du brauchst eher Leute, die halt Werbung machen, die Projekte sabotieren oder stehlen und die halt eher aggressivere Missionen machen können und du kannst den halt nicht in den, was der kann, umstellen. Dann gibt es Organisationsmarktplatz, weil durch die Administrationsfähigkeit, Verwaltung heißt es auf Deutsch jetzt, bist du in der Lage, Organisationen reinzuziehen, die gewisse Boni für diesen einen Agenten bringen. Da gibt es halt alles Mögliche. Manchmal kosten die Geld, manchmal verbessern die Punkte, manchmal sind die auch nur dafür da, um Geld zu produzieren oder andere Werte oder Forschung hochzubringen. Aber dafür muss halt ein Administrationswert bestehen. Und jeder Stern hier unten gilt für einen Administrationspunkt einer Organisation. Also ich könnte halt eine 3er- und eine 2er-Organisation reinnehmen oder 5-1er-Organisationen. Und ich kann auch mit der Zeit, wenn der XP sammelt, einzelne Werte erhöhen manuell. Oder auch so ein paar Fähigkeiten-Sachen reinmachen, wie hier, dass der ein Senior-Astronom ist. Dann kriegt der plus 1 Wissenschaft, plus 25% auf Weltraumwissenschaftsforschung und plus 10 monatliches Einkommen. So, es hört jetzt alles immer noch sehr komplex an. Aber ich habe ja schon gesagt, eigentlich an sich ist das gar nicht so komplex, weil du fängst es einfach an. Zuerst haben wir ja 200 Geldeinheiten. Das machen wir am besten, dass wir direkt weitere Leute rekrutieren. So, du kannst putschen, du kannst öffentlich Kampagnen. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wie es im Deutschen ist. So, da sieht man nämlich genau, man braucht den Wert Überzeugung, um Nationalkontrolle zu bekommen. Die öffentliche Kampagne braucht auch den Wert Überzeugung, was natürlich dann am Anfang ein relativ wichtiger Wert ist, weil wir müssen ja erstmal Nationen davon überzeugen und die Bevölkerung, dass die uns geil findet. Und das werde ich jetzt übrigens auch bei der Rekrutierung von zwei weiteren Agenten mal berücksichtigen, weil Überzeugung ist halt einfach wichtig am Anfang. Dann kriegst du nämlich ganz gute Nationen. So, Megan Cornett, Journalistin, kommt aus Singapur, 49 Jahre, ist alles nicht so wichtig. Kann öffentliche Kampagnen, kann leider keine Übernahme, aber öffentliche Kampagne braucht ja auch den Wert. Persuasion, beziehungsweise Überzeugung, da haben wir übrigens auch einen Übersetzungsfehler noch drin. Wird sich ja alles bessern. So, einen zweiten kann ich mir gerade nicht leisten, weil Influence fehlt. So, wo wollen wir denn anfangen? Hallo Imperator, ich bin startklar. Natürlich ist sie startklar. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, man konnte die sogar umbenennen. Irgendwo. Anpassen. Stimmt. Wenn man da Spaß dran hat, kann man die Agenten einfach anpassen. Nach seinen, also wie man es möchte. Ready for orders. Abu Dhabi. So, Megan Fox ist heimliche Botschafterin. Jetzt kommen wir aber zu der Sache. Natürlich sind ökonomisch starke Nationen schwieriger zu beeinflussen als ökonomisch schwache Nationen. Das, sehen wir nämlich jetzt zum Beispiel, wenn wir Dickman nehmen, dann machen wir Nationskontrolle, ein offener Kontrollpunkt, das sind diese Kontrollpunkte hier oben, wo ich der letzte Kontrollpunkt
die Übernahme der Nation ist. Was aber eigentlich auch nicht so viel bedeutet, soweit ich das mitbekommen habe. Du musst eh dann versuchen, deine Kontrollpunkte zu schützen. Und jeder einzelne Kontrollpunkt sehen wir, wir kommen durch diesen 1,4 an Finanzmitteln, wir kriegen 34,7 Forschung und 0,0426 Boost im Monat. Und wir sehen auch schon die Kosten, falls wir unseren Limit überschreiten. Die liegen bei 16,21 durch diesen Kontrollpunkt. Sehen, dass das eine volle Demokratie ist, Deutschland. Das sehen manche nicht so. Ich sehe schon, wir haben eine Demokratie, dass wir in Friedenszeiten sind, oder Bruttoinlandsprodukt, in welchem technologischen Zeitalter wir sind. Wir haben keine Nuklearwaffen. Nuklearwaffen kann man auch schmeißen. Und wir geben ein bisschen was ab von unserem Geld. Ein bisschen. 5,4 Geldeinheiten an die Europäische Union und 0,17 eigentlich auch an die Europäische Union mit den Boost-Geschichten. Das sind aber auch noch Sachen, später kannst du darauf Einfluss nehmen und sagen, okay, Deutschland will nicht mehr in der EU sein und du entscheidest das einfach. Sehen hier die beiden Regionen, wie die aufgeteilt sind. Sehen die Beziehungen von Verbündeten, da kann man auch Einfluss nehmen, wenn man denn das Land kontrolliert. Und eine Prioritätsgeschichte, die jetzt auch kompliziert aussieht, aber so kompliziert ist das gar nicht, weil wir entscheiden hier eigentlich den Haushalt. Jeder Kontrollpunkt hat einen gewissen Haushalt und wir können dann sagen, okay, wo soll das hingehen? Wollen wir die Wirtschaft steigern? Wollen wir Wissen steigern? Wollen wir die Einigkeit voranbringen? Wollen wir Militär pushen? Wollen wir, dass eine Armee aufgebaut wird? Wollen wir vielleicht als Deutschland sogar Nuklearwaffen bauen? Dann würde man halt hier diese Punkte verteilen, sobald wir halt Kontrolle hier drüber haben. Ich weiß, ihr wollt, dass wir gerne in Deutschland sind. Deshalb werde ich Megan Fox darauf ansetzen, in Deutschland die Stimmung zu drehen. Mit ein bisschen Geld dabei. Und haben 82% Erfolg. Das Spiel ist eigentlich übrigens Echtzeit, aber es ist eigentlich Rundenstrategie. Das werdet ihr nämlich gleich sehen, weil wir, du hast jede Woche, also ich glaube es ist ein 7-Tage-Rhythmus, schickst du deine Agenten raus, erstmal, um dann irgendwelche Missionen zu erfüllen und die dauern dann einfach 7 Tage. Die laufen dann wieder in Echtzeit. Das ist natürlich später besser, wenn du Flotten bewegst, aber du hast halt immer wieder eine Phase der Planung, wo du halt Befehle gibst. Und dann läuft das einfach in Echtzeit ab, wo du halt eigentlich in der Zeit gar nicht so viel zu tun hast. Als erstes muss Frankreich übernommen werden. Das ist Ansichtssache. Zuerst können wir nämlich gucken, dass wir überhaupt irgendwas übernehmen. Das können wir nämlich auch in der Liste direkt anklicken. Wir sehen nämlich, wir haben immer von Anfang an in ein paar Ländern eine relativ hohe Zustimmung, wie jetzt zum Beispiel Island hier. Sehen, dass das Ratsmitglied Überzeugung 7 hat, Gesellschaft unterstützt uns. Gewichtigkeit der Stimme. Und da sehen wir übrigens den Abzug durch die Größe der nationalen Wirtschaft, aber wir werden einfach Island mal hinfliegen. Ready for my mission. Und werden dann Island den Kontrollpunkt übernehmen. Um ein bisschen Kohle zu bekommen. Also nicht nur Kohle, sondern auch die Forschung, die Island. So, schauen wir, wer noch hier relativ weit oben ist. Er ist ja leider nicht so gut im Überzeugen. Aber kann halt einen Standort untersuchen, wo Alien-Aktivitäten Alien-Aktivitäten vermutet werden. Und dann gehen wir zur UFO-Absturzstelle mit dem und dann kann er die nämlich untersuchen. Und dafür brauchen wir diese Operationspunkte. Wo ist es? Da. Ist ja in Indien abgestürzt. Weil Außerirdische landen ja auch irgendwie auf dem Planeten und versuchen, Regierungen zu beeinflussen. Und verändern auch den Planeten. Aber es nimmt sehr viel vorweg. Kommt halt noch alles Mögliche. So. Hier haben wir übrigens, wenn es nicht abstürzt, eine Nationsübersicht. Kannst nämlich sehen, wo die Unterstützungen sind bei den unterschiedlichen Fraktionen, wo unsere ist und was die stärkste Fraktion ist in der Unterstützung im Moment. Wie die Wirtschaft aussieht, Geld, Wissen, also das ist ja Wissen hier. Und so weiter und so fort. Kannst überall hingehen. Ich weiß nicht, warum es hier einen Button gibt für alle Nationen anzeigen. Ach so, wenn wir das ausmachen, werden nur die angezeigt, wo wir im Moment die, die stärksten sind. So, Habitate gibt es übrigens schon, weil wir wissen es, internationale Raumstation, kann man auch direkt hinmoven. Die gehört aber zurzeit, ich glaube, der Akademie. Das sind so gesehen die, die Wissenschaftsfraktionen. Und die Tigern-Raumstation, die halt nur so ein kleines Stückchen ist. Also beziehungsweise nur das Hauptmodul.
Aber bis wir Raumstationen bauen, braucht man doch gar nicht dran denken. Sie sind einfach da gerade. So, weil wir können auch keine Schiffsklassen und so designen gerade, weil es gibt alles noch nicht. Forschung und Entwicklung können wir noch kurz erklären. Es gibt eine Globalforschung. Die wird immer bestimmt von dem, der zuletzt die Forschung abgeschlossen hat in dem Bereich. Können dementsprechend unsere Forschung verteilen. Können also und wenn wir, sag ich mal, den meisten Invest haben, jetzt auch wir sind nicht allein, können wir in diesem Bereich, also in der ersten globalen Forschung, bestimmen, was die nächste Technologie ist, die erforscht wird. Das passiert dann auch in diesen drei Slots hier. Wobei ich gerade denke, ich glaube, die sind dann unterschiedliche Ausrichtungen. Der Technologiebaum ist einfach super riesig und unverständlich. Das ist mir jedenfalls beim Anspielen aufgefallen. Manchmal hat man das Gefühl, du hast einen du hast eine Technologie erforscht, beziehungsweise du hast alle vorangegangenen Technologien schon erforscht für etwas und stehst dann trotzdem da und kannst dir das nicht machen, was da drin steht. Wie gesagt, es ist halt Early Access, es gibt ein paar Kreuzungen, wenn man sich alles anzeigen lässt. Es ist ein Riesenspaß, alles zu erforschen. Nein, nicht so. Es ist halt einfach ein riesiger Wulst an Kram. Was ja nicht schlimm ist. Es ist halt einfach sehr viel. So, zuletzt die Informationen, das sind die unterschiedlichen Fraktionen. Wird natürlich mit der Zeit, weiß man mehr von den anderen Fraktionen und geht natürlich auch gegen die vor. Um seine eigenen Ziele durchzubringen. So, jetzt müssen wir die Zuweisung noch bestätigen. Fertig. Und jetzt ist eigentlich Echtzeitphase. Echtzeitphase bedeutet nichts anderes. Wir warten jetzt 7 Tage darauf, dass das nächste passiert. Das ist übrigens eine große Schwäche, finde ich, vom Spiel, weil am Anfang, ja, du gehst halt auf Fullspeed und wartest, bis die Woche rum ist. Ist leider so. Zwischendurch kommt natürlich die Kampagnengeschichte. Okay, wir haben 2% dazu bekommen in Deutschland. Bei der Öffentlichkeitskampagne machen wir dauerhaft zuweisen, dann macht ihr das jetzt jede Woche. Weil wir wollen ja gerne Deutschland für uns gewinnen. Einfach so aus Prinzip. So, Tagung des UN-Sicherheitsrates. Der UN-Sicherheitsrat hat getagt, um die Ankunft der Aliens zu diskutieren. Leider haben sich die Hoffnungen auf eine internationale Einheit nicht erfüllt. China, Russland und die Vereinigten Staaten beschuldigen sich gegenseitig, Kenntnisse über den Abschuss der Aliens zu verbergen und keinen vollständigen Zugang zum Standort zu gewähren. Wir haben die Gelegenheit, die Ergebnisse zu unserem Vorteil zu nutzen und unseren Standpunkt direkt vor den Nationen der Welt darzulegen. Aber während die Augen aller auf die Treffen gerichtet sind, ist das Risiko, unserer Ratsmitglieder unseren Feinden auszusetzen, extrem hoch. Und da können wir halt jetzt schon sagen, wir können unser Programm der Welt mitteilen, aber wir lassen es. Und wir lassen es erstmal. They are not life forms or Xenosapiens. They are demons incarnate. They and the traitors who support them will face our judgment. So, diese Fraktion hat jegliche Fremdfeindlichkeit der Erde in ihren Reihen aufgenommen. Ihre Fremdenfeindlichkeit. Also Humanity First sagt eigentlich alles. Man muss gar nicht die Fraktion erklären. Menschen kommen zuerst, also Aliens sind eh böse. Machen wir alles kaputt. Die Fraktion hat sich anscheinend jetzt offenbart. Mission Alien-Aktivität untersucht. Ich habe durch meine Untersuchung von UFO-Absturz in Indien einige nützliche Informationen erfahren. Wir werden einen kleinen Bonus für unsere voranschreitende Xenologie-Forschung erhalten. Ratsmitglied Pascal Dickman, Mission Alien-Aktivität untersuchen, abgeschlossen. Wir kriegen dafür ein bisschen Forschung und Einfluss. So, hier gibt es übrigens so ein paar Infos. Und vor allem das Wichtige ist das Kampagnenziel. Wir sollen nämlich das außerirdische Signaturen, also die Kampagnenziele sind so ein bisschen, die routen uns so ein bisschen dadurch, was wichtig wäre in Forschung, damit wir weiterkommen im Spiel. Weil, ihr habt es gesehen, der Forschungsbau ist super undurchsichtig und ihr seid da einfach erstmal vor die Wand gefahren. Was ich übrigens am Anfang vergessen habe zu erwähnen, hier oben sind auch noch Ressourcen. Diese Ressourcen sind alles für Weltraum, für Weltraumfahrt. Das werdet ihr dann später auf dem Mond abbauen und so weiter. Auf der Erde habe ich noch nicht gesehen, dass du hier irgendwo eine Ressource abbaust. Obwohl bei manchen Regionen steht, dass die, jetzt lass mich nicht lügen,
Wo ist zum Beispiel hier Ressourcenregion. Ressourcenregionen verleihen der Wirtschaftspriorität einer Nation einen Bonus, sorgen aber auch für ein höheres Maß an Ungleichheit und Umweltschaden. Aber das füllt halt nichts von diesen Reitern hier auf. Hier oben ist übrigens auch die Infos, wenn wir einen Kontrollpunkt übernehmen sollen. Man kann jetzt natürlich hier gucken, wir haben hier gerade Zielgruppenforschung. Das Projekt können wir übrigens immer ändern, weil es unser Projekt ist. Und zurzeit diese Aktivitätsforschung, Wirtschaftsforschung und Zielgruppenforschung, das sind einfach nur, die werden immer teurer und wir kriegen halt einen kleinen Bonus, wie hier halt Einfluss. Wobei das übrigens auch noch ein riesiges Balancing-Problem ist zurzeit, finde ich. Weil du entweder sehr viel bekommst später und dann sitzt du da auf einen Haufen Geldeinheiten oder Einfluss und kannst ihn überhaupt nicht mehr verwenden, weil du ja gar keine Kontrollpunkte mehr hast. Und dann gibt es halt keine Verwendung mehr für Geld. So ganz merkwürdig. So, wir können jetzt das Management-Team unserer Fraktion zusammenstellen. Während wir für die Aktion von der Imperialen eintreten, wählen wir unser internes Management-Team aus, um unsere Angelegenheiten zu überwachen. Wir rekrutieren Personal aus verschiedenen Fachgebieten, legen jedoch unter deiner Anleitung den Schwerpunkt auf ein besonderes Spezialgebiet, wie zum Beispiel Wissenschaftler und Ingenieure. Ist übrigens nur ein kleiner Bonus, ob man jetzt 15 Forschung mehr macht, ist, ja, Unsinn, Entschuldigung. So, neues Projekt verfügbar, außerirdische Signatur erforschen. Das ändern wir sofort hier und erforschen die außerirdische Signatur. Our presence is growing. So, wir haben den Gewinn eines Kontrollpunktes gewonnen. Dieser bietet uns Zugriff auf einige Ressourcen der Nation, Kontrolle über ihre Prioritäten und möglicherweise auf eine Armee. Kontrollpunkte können mit den Missionen Bekämpfung und Säuberung von anderen Fraktionen angegriffen werden. Daher kann es klug sein, in dieser Nation die Mission Interessen verteidigen zu verwenden, um dies zu verhindern. Our counselor has gained the support of people in key positions of power in a nation. We should consider what our priorities are for that nation. Man merkt, ich bin ganz schön am struggeln. Stretched thin. I recommend we expand the council. As we expand our operations, we will soon need the support of a large nation. Ja, ja, wir sollen eine große Nation nehmen, nämlich mit 4 Kontrollpunkten. Exekutivkontrolle erlangt in Island. Das ist mit dieser Exekutivkontrollpunkt, wo ich gemeint habe, da ist dieses kleine Häuschen dran. Dadurch können wir jetzt einen Agenten hinschicken und die Politik ein bisschen steuern. Hört sich ganz cool an, ist aber gar nicht so viel. We'll be ready for new orders soon. Und jetzt können wir übrigens hier unten auch einstellen, wie wir die Verteilung des Haushaltes haben wollen in der Priorität. Da gibt es so ein paar Sachen, die vorgegeben sind. Wie Militarismus zum Beispiel ist eine Anpassung. Du kannst solche... irgendwo gab es ein Menü, da kannst du die auch herstellen und kannst weitere Schablonen herstellen, die du dann einsetzen kannst. Weiß jetzt nur nicht, wo gerade. So, wir lassen uns aber einfach auf Widerstand, weil die dann das Weltraumprogramm voranbringen, die Finanzmittel voranbringen und das Militär halt weiter versuchen auszubauen. Obwohl, wir können ein bisschen noch Einigkeit einsetzen. Dass so das Volk darauf einstimmen, gemeinsam gegen einen Feind zu kämpfen. Wir sehen übrigens, dass nicht alle Nationen eine Armee haben. Deutschland hat zum Beispiel keine, Frankreich hat eine, England hat eine, Israel hat natürlich eine. Und die Russen haben auch, glaube ich, 3 Verbände. Es gibt auch Flotten, aber ich glaube nicht zum Staat. Die muss man dann, wenn man eine Nation übernommen hat, fertig machen. USA übrigens sehr schwer zu kontrollieren. Die haben nämlich 6 Kontrollpunkte, sind auch sehr schwierig auf seine Seite zu ziehen. Weil es halt einfach eine sehr starke Nation ist. Und wir haben übrigens auch schon hier einen drin hängen. Was natürlich bitter ist. Das bedeutet, wir müssen uns ein bisschen umorientieren. Da ist nämlich die Akademie schon drin.
Eine geeinte Menschheit, das zunehmende Bewusstsein, dass wir nicht die einzigen intelligente Spezies im Universum sind, lässt viele ihre Mitmenschen in einem neuen Licht sehen. Das gibt uns die Hoffnung, dass wir unsere Streitsucht überwinden können, um der Alien-Ankunft als geeinte Menschheit entgegenzutreten. So, hier sind, glaube ich, 7 Tage rum, jetzt können wir die Leute wieder zuweisen und dann gehen wir halt nach Frankreich. Ich weiß, dass sie schon diese Kampagne, ich habe ja gesagt, sie soll das ruhig wieder machen. Das müsste man aber abbrechen können. Warum möchtest du nicht rüber? Ach, da sind auch schon welche drin. Wer ist denn vergleichbar? Persuade the people. What's the up? Putting our people in place. Ready. Taking control. Versuch mal, die Engländer auf unsere Seite zu bringen. Und ich habe übrigens vergessen, da kann ich aber jetzt noch pausieren, weiter in mein Konzil zu rekrutieren. Ich habe eh nicht genug Einfluss. Da sind übrigens hier oben immer die Werte für den Monat. Was übrigens auch irgendwie so ein bisschen irritierend ist. Das Spiel läuft eigentlich in einem Wochenrhythmus, aber du kriegst den Wert angezeigt, wie viel du Einkommen hast im Monat. Weiß nicht, wer auf die Idee kam, dass das eine gute Idee ist. Ist ja schon so wie Auspreisungen im Supermarkt. Ich hätte gerne 100 Gramm von... Ah ja, hier haben wir den 10-Kilo-Preis, wenn Sie sich dafür interessieren. Nein. Wrapping up here. We failed to take control. Oh, ich habe 1% zu hoch gewürfelt. We still lack support. Mit beiden. Unser Ratsmitglied wurde erkannt. Der imperialen Ratsmitglied Abu Dhabi wurde von einer anderen Fraktion in der Region London des Vereinigten Königreichs erkannt. Erkannte Ratsmitglieder sind potenzielle Ziele für feindliche Ermittlungen oder Angriffe. So, und wir haben auch ein feindliches Ratsmitglied erkannt. Aber zurzeit die anzugreifen macht halt für mich so null Sinn. So, die Missionszusammenfassung und hier unten links, wo übrigens mein Kopf ist, ist eigentlich hier die Leiste für Informationen, was so alles passiert. Ist aber, finde ich, total nebensächlich. Making our case. Ready for orders. So, Pascal Dickman geht wieder irgendwo anders hin. Und versucht da ein bisschen Einfluss zu machen. We'll bring this nation to our side. Acknowledged. Ja, wir sollten Russland übernehmen. Das habe ich auch in meiner Testpartie gemacht. We'll be running this so, place holen wir in no 4 time. Noch da rein, weil dann habe ich noch 30 Punkte, um weiteren Konzilmitarbeiter zu holen. Wobei für 30 kriege ich keinen guten, der im Überzeugen ist. Ich bräuchte 60, um per Data Lawrence zu rekrutieren. Obwohl, 6 geht auch noch. Journalist. Aber der kann keine Kontrollübernahme. Was man dann nicht versteht. Das ist jemand, der eine gute Überzeugungsarbeit machen kann. Und er kann einfach keine Nation übernehmen. It has always been true that we must leave the cradle if our species is to survive. If these aliens are indeed hostile, the time to go is now. Ist übrigens, es gibt kein Problem mit Gas oder Flüssiggas oder sonst irgendwas in diesem Spiel. So, das Exodus-Projekt
Eine Gruppe von Technologiemagnaten, die bereits vor der Ankunft der Aliens die Weltraumforschung finanziell gefördert hat. Jetzt, wo die gesamte Menschheit Augenzeuge der interstellaren Raumfahrt ist, setzen sie ihren Schwerpunkt auf die Leitung einer Expedition jenseits des Sonnensystems der Erde. Das sind also die Feiglinge. Die wollen gerne einfach wegfliegen. So, Projekt abgeschlossen. Es besteht kein Zweifel, außerirdische Lebensformen sind auf der Erde gelandet. Wir haben unzählige Fragen in Bezug auf ihre Heimat, ihre Spezies und ihre Absichten. Doch diese werden warten müssen. Im Moment zählt nur, sie zu finden. Wir haben Berichte über ungewöhnliche Ereignisse in der Nähe des Landeplatzes mit Daten über ähnliche Ereignisse abgeglichen, die wir von unserem globalen Geheimnetzwerk erhalten haben. Dadurch konnten wir ein Tracking-System entwickeln, mit dem wir zuverlässig all jene vermissten Fälle identifizieren können, die höchstwahrscheinlich auf Alien-Aktivitäten zurückzuführen sind. Führt zum Abschluss des Ziels außerirdische Signatur erforschen. Ermöglicht eine Fraktion, Entführung durch Aliens auf der Erde zu erkennen. Unsere Untersuchungen der Abschussstelle haben ergeben, dass eine frei bewegliche, intelligente Lebensform den Abschuss überlebt hat und sich vorsätzlich in die nahegelegene Wildnis begeben hat. Wir haben keine Aufnahmen des Wesens und keine weiteren Meldungen von Sichtungen. Wir erhalten jedoch besorgniserregende Berichte von seltsamen Vorkommnissen in den umliegenden Gemeinden, darunter das Verschwinden von Tieren und Menschen. Bisher haben wir keine stichhaltigen Beweise dafür, dass diese Ereignisse mit der Alien-Ankunft zusammenhängen. Sollten unsere Agenten jedoch konkrete Beweise für Entführungen erhalten, müssen wir der Sache unverzüglich nachgehen. Führe Missionen zur Standortüberwachung in der Region in der Nähe aller Alien-Absturzstellen durch. Wenn Entführungen festgestellt werden, schicke ein Ratsmitglied oder eine Mission zur Untersuchung der Alien-Aktivitäten vor Ort. So, jetzt geht es nämlich daran, erforsche Technologie Skywatch und Skywatch tiefes System und führe dann das Projekt Alien-Herkunft durch, sobald es verfügbar wird. Das geht uns schon ein bisschen Richtung ne, Weltraumforschung. Je mehr wir über die Aliens erfahren, desto überzeugter sind unsere Wissenschaftsteams davon, dass wir technologisch nicht so weit zurückstehen, wie wir anfangs befürchtet hatten. Die Konstruktionen der Aliens sind bedeutend fortschrittlicher als unsere und ihre Materialwissenschaft ist besonders beeindruckend, aber ihre Ausrüstung deckt sich größtenteils mit unserer eigenen wissenschaftlichen Verständnis. Wenn wir uns Zugang zu einigen Anwendungsbeispielen der Alien-Technologie verschaffen, kann unsere Forschungsabteilung sie ihrer Ansicht nach rekonstruieren. Ich rate dir, ein kleines und ungeschütztes Alien-Ziel auszuwählen, das wir schnell überwältigen können, um den Bereich zu plündern und abzuziehen, bevor die Aliens reagieren können. Greife erfolgreich eines der folgenden Assets der Aliens an. Einrichtung, gelandetes UFO, Habitat, Kriegsschiff oder Armee. Das ist übrigens eine Sache, wo ich mich noch gar nicht so großartig mit befasst hatte. Beim Englischen habe ich das gar nicht so richtig verstanden. Aber müssen wir mal gucken, in Indien einen Agenten aufstellen. Weil es gibt auf jeden Fall eine Mission, dass du das so ein bisschen überprüfen kannst. Achso, ich muss noch ein neues Forschungsprojekt auswählen. Wobei das jetzt gerade nicht so wichtig ist, weil wir sollen ja Skywatch entwickeln. Die Zusammenführung und Weiterentwicklung von Überwachungssystemen in der Luft- und Raumfahrt. Also konzentrieren wir uns technologisch jetzt hier drauf. We've moved the needle. We'll be ready for new orders soon. So, die Imperialen werden zu 35% geliebt in England. We've gained significant support. We're taking over. Remember, Commander, we have enemies out there. And not just extraterrestrial ones. Jetzt wird uns so gesagt, wir sollen unsere Interessen verteidigen. Damit kann man Kontrollpunkte, die man in den Nationen schon hat, schützen, dass sie schwieriger sind zu zerstören oder beziehungsweise zu übernehmen von anderen. Research stations, space docks, resupply hubs, we are going to need it all. When you think we are ready, take the leap into orbit. Da geht es übrigens darum, dass wir eine Station gründen. Da sage ich jetzt gleich noch was dazu. So, Kontrolle erlangt in England. Weil es ist so, wenn du weit genug rauszoomst, dann kannst du hier unten einen Button für Plattform einrichten. Und kannst dann so gesehen beginnen, eine eigene kleine Weltraumstation zu bauen. Ist wichtig, weil es gibt Unterschiede zwischen Baumaterialien von der Erde hochbringen oder im Weltraum zu bauen. Deshalb gibt es nämlich die unterschiedlichen
Ressourcen hier oben, weil das sind nämlich alle Substanzen für Bauten im Weltraum und für die Instandhaltung. Wobei ich da so ein bisschen noch struggle, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe Weltraumsachen gebaut, die eigentlich irgendwie Unterhalt brauchten, die liefen aber trotzdem, obwohl ich keinen Unterhalt bezahlen konnte dafür. Vielleicht ist das jetzt in der deutschen Version ein bisschen durchsichtiger. In der englischen habe ich dann so gedacht, so, okay, ja, warum nicht? Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass es einen Unterschied halt gibt, ob du es von der Erde hochbringst, dann nimmst du halt die Ressourcen wie Geld und sowas. Und wenn du es im Weltraum baust, wirst du halt die Ressourcen nehmen, die du hier rechts hast. Was natürlich einen Vorteil hat, weil du musst keinen Boost einsetzen dafür. Informationswissenschaftslabor bauen. Moment. Projekt ändern. Labor Informationswissenschaften. Projekt auswählen. 25%. Investieren wir mal da mit rein. Ja, ja, ihr wollt mich wieder nach Russland ziehen. Standing by. What's the orb? Acknowledged. So, Rasmittel untersuchen. Da können wir übrigens schauen, ob jemand, ob jemand uns wirklich loyal ist, weil wir haben hier unten einen Loyalwert und der ist immer so mit Fragezeichen versehen, weil man sich nicht 100% sicher sein kann, ob das Ratsmitglied wirklich auf unserer Seite ist oder auf der Seite des Alien, der Aliens. Ich will aber einen Standort überwachen. Und da ist ja damals das Alien runtergekommen. Also gehen wir den Standort in Kalkutta überwachen. I'm here. Bringing them on board. Where to? So, we'll kannst bring this nation to our side. Wir holen jetzt einfach ihn. Als viertes Mitglied. Dann soll man mich jetzt erforschen, we are not alone. Machen wir so 50-50. Gibt es hier Menschen-Tentakel-Kreuzung? Ready for my mission. Nein. Initiating recon. Schicken wir auch mal zur Überwachung. Indien übrigens auch mit 3 Armeen vertreten. Every circumstance is an opportunity. Our test is to recognize and seize it. Deshalb, ihr dürft mich nicht falsch verstehen, das Spiel ist eigentlich konzeptionell wirklich super interessant gestaltet, auch weil die Forschung, sag ich mal, alle super lange Texte haben, das erinnert halt wirklich schon an XCOM damals mit den Forschungsergebnissen, aber es passiert halt viel nichts zwischendurch, was es ein bisschen schade macht, weil vor allem auch Weltraumkämpfe und so weiter werden später noch richtig komplex. Die Initiative, die Leiter dieses geheimen Zusammenschlusses geben nur wenig über sich oder ihre Methoden preis. In einigen Regionen stecken sie hinter dem weit verbreiteten Gerücht, die Ankunft der Aliens sei das Produkt von Regierungen und Unternehmen der Erde. In anderen Regionen haben sie Unternehmen gegründet, die Produkte verkaufen, die angeblich vor einer fiktiven Alien-Krankheit schützen, welche sie sich vermutlich nur ausgedacht haben. Danke übrigens, Harald, für das Prime-Sub. Also könnt ihr hier die Querdenker nennen oder die Illuminati. Die Initiative. Wobei ich sehe gerade, es gibt sogar in den Konzildingern. Nutze die Ankunft der Aliens zum Machtgewinn aus. Merze die Aliens und alle, die sie unterstützen, aus. Entkomme den Aliens, indem du die Menschen zu anderen Sternen schickst. Ja, und der Widerstand, was ich halt bin, ja, bleib auf der Erde und versuche zu überleben. So könnte man das nennen. Initiating Recon. So, Xenoform in der Region Kalkutta gesichtet. Bei einer Entdeckung in der Region Kalkutta, Indien, handelt es sich um Alien-Mikroben und fremdartige Pflanzen. Sie wuchern regelrecht und drohen, die natürliche Flora und Fauna zu verdrängen.
die sich gegen deren Vorstöße zu unserer Verwunderung nicht im erwarteten Maß zur Wehr setzt. Eine direkte Gewaltanwendung, entweder durch Armee- oder Ratsmitgliedsmission, sollte die Ausbreitung reduzieren oder sogar vollständig zum Erliegen bringen können. Wir werden mit den Vorbereitungen für ein Forschungsprojekt beginnen, um dieses Phänomen besser zu verstehen. Zukünftige Benachrichtigungen wie diese werden nur in der Benachrichtigungswarteschlange auf dem linken Bildschirm, auf der linken Bildschirmseite angezeigt. So, außerirdische Flora untersuchen. Auch wichtig. Das typische Problem. Alle Forschungen sind irgendwo wichtig. Aber du hast zu wenig Forschungsstärke, um das vernünftig zu verteilen. Deshalb muss man hier immer ein bisschen aufpassen, wo gehen die ganzen Aliens runter. Weil es kann sein, dass halt so wie jetzt... Ja, die Außerirdischen, also ich spekuliere einfach, die Außerirdischen wollen die Erde so ein bisschen auf Vortrans-Terraformen. Damit die theoretisch darauf leben könnten. Rubbing up here. Toll, da haben wir wieder ganz knapp verfehlt, Kontrolle zu übernehmen. Hier übrigens auch. Da sieht man, der Würfelwurf muss halt innerhalb der Prozentzahl sein. Bringing them on board. Where to? Where to? We'll be ready. Versuchen wir es nochmal, weil selbst diese kleinen Nationen bringen halt schon was. So. Das ist richtig, das habe ich auch vorhin so erklärt, Bossi.